Hi, ich bin Tom Hendes und das ist meine Geschichte. Ich bin Feldsanitäter und habe am vordersten Front gekämpft. Ich habe gesehen, wie Teamkameraden zerfetzt wurden, wie ich sie zusammenflicken sollte und wo Mörsergranaten eingeschlagen sind, die knapper nicht sein konnten. Dass ich hier jetzt sitzen kann, ist nur Gottes Geschenk und dafür danke ich Ihnen sehr. Aber nun sitze ich hier und ich denke, mein Schicksal ist es nun, dadurch, dass ich überlebt habe, darüber zu berichten, was für tolle Kameraden, was für ehrenvolle Kameraden wir verloren haben und was ich im Detail erlebt habe. Alles hat damit angefangen, als ich... Halt endlich die Klappe, Mann, und zeig das Gameplay. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen bei Hell Let Loose. Es gab ein Update bei Hell Let Loose und dort konnte man jetzt neue Nachtkarten ausprobieren. Naja, so neu sind sie gar nicht. Das sind einfach andere Varianten von bestehenden Karten im Spiel. Trotzdem ist es cool, die ganze Sache in der Nacht zu erleben und ich finde, dass es nochmal intensiver ist, als das Spiel eh schon ist. Aber ich würde einfach sagen, wir schauen selber mal, was ich so erlebt habe. Okay, ich muss euch ehrlich sagen, es ist echt heftig. Du erkennst einfach fast nichts. Aber okay, aber trotzdem, wir wissen, wir sind Medic, also wir müssen den Typen jetzt da helfen. Ich schmeiß einfach jetzt mal Smokes hin. Besser ist es. Oh. Da war gerade einer. Wo ist er? Da ist er. Ist er tot? Ich glaube, der ist tot. Oh, 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 okay, wir werden beschossen. Trotzdem hinlegen und wir retzen den. Auf jeden Fall finde ich es krass, wie intensiver das Spiel jetzt geworden ist, dadurch nur, dass die Karte Nacht ist. Ich fand das Spiel schon am Tag extrem schlimm zu spielen, weil es halt extrem Hardcore-lastig ist. Aber in der Nacht ist ja nochmal crazy, ey. So, jetzt haben wir den Typen auf jeden Fall wiederbelebt. Schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen wieder zurückziehen und unserem Squadmate hier hinterherlaufen, weil ich glaube, der hat Ahnung vom Spiel. Ich, wie gesagt, bin ziemlich lost, was dieses Spiel hier angeht. Aber ich muss sagen, Hell Let Loose trotzdem ein sehr geiles taktisches Shooter-Erlebnis für die Leute, die sowas mögen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hier echt wie so ein Blindfuchs unterwegs. Ich sehe hier fast nichts und es ist halt extrem zeitintensiv. Denn wenn man mal wirklich so eine lange Strecke gerannt ist und man dann einfach mitten auf dem Feld erschossen wird, wie der Kollege gerade eben, wo wir erschossen haben, ist es schon irgendwie depressiv, wenn du dann wieder alles von vorne rennen musst. So, da ist wieder ein Kollege getötet worden, aber den können wir jetzt nicht wieder beleben. Fuck! Und ja, ich habe gedacht, ich laufe jetzt hier rüber auf die andere Seite und wir fangen die Typen beim Spawn ab. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hier geht es aber tief runter, ey. What the fuck? Alter, was? Das meine ich. Aufpassen, Christian. Und nirgends hinschauen, Mann. Aber wenn man dann erstmal weiß, und der ist jetzt tot, von wo die Gegner ungefähr herkommen, dann macht das schon riesen Laune, muss ich sagen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, die Feinde kommen von dort vorne. Schauen wir mal, ob wir die heimlich absnacken können. Nur... Wo genau sie... Ah, schaut ihr der? Da ist einer. Den machen wir jetzt weg. Nee, scheiße, daneben geschossen. Ich habe ja auch Granaten. Oh, da war noch einer. Schauen wir mal, ob wir die da ausräuchern können mit den Nades. So, noch eine hinterher. Oh, jetzt müssen sie unbedingt dran verrecken. Bitte, 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 bitte. Man bekommt, wie gesagt, keine Bestätigung. Deswegen weiß man gar nicht, ob man einen getötet hat mit der Nade. Oh, what the fuck? Oh, Alter, den haben wir weggemacht. Da ist noch einer. Jawohl, den haben wir auch. Perfekt. Man bekommt halt keine Bestätigung, somit weiß man halt erst am Ende der Runde, wie viele Abschüsse man überhaupt gemacht hat. Aber es ist trotzdem sehr nice von der Atmosphäre her. Hier mit dem Feuer und hier mit dem Nebel, das gibt uns nochmal zusätzliche Sichtschutz, dass wir uns jetzt zum Beispiel ein bisschen anpirschen können, um den Feind in den Rücken zu fallen. Die sind auf jeden Fall da in dem Schützengraben drin. Mal gucken, ob wir dann noch ein paar Leute finden. Oh, da hat sich einer bewegt. Da, oh, Alter, den haben wir aber ein Heady gegeben. Da hat man gerade noch seinen Klang vom Helm gehört. Okay, ist da noch einer? Zumindest sehe ich keinen. Oh. Hockt einfach mit dem MG da, Alter. Holy shit. So, da ist der Typ, den wir erschossen haben. Ruhe in Frieden, Bruder. Da tun wir kurz nachladen. Alter, da sind nochmal zwei. Holen wir erstmal den weg. Dann haben wir den. Okay, da wollte ich anscheinend zu viel. So, vor uns ist eine MG-Stellung und zwar haben das unsere Team jetzt gepinkt, da sieht man ja sein Mündungsfeuer. Ich versuche ihn schon die ganze Zeit mit meinem Karabiner abzuschießen, aber es funktioniert nicht. Gucken wir mal, ob wir ihn mit der Panzerfaust wegkriegen.
Ich hoffe, er ist jetzt draufgegangen, weil jetzt habe ich einen Schuss verschwendet. Sollte ein Panzer kommen. Okay, ja, er schießt immer noch. Probieren wir es kurz mit der Nade als Einschüchterung und pushen mal hin. Mal gucken, ob wir ihn kriegen. Denn wenn wir den wegmachen, dann haben wir auf jeden Fall einen Vorteil. Dann können wir weiter vorrücken, zumindest unsere Infanteriekollegen. Und, ja, okay, da ist er schon. Der erwartet uns. Alter, er ballert einfach durch. Komm schon, den kriegen wir jetzt. Zack. Nein, daneben geschossen. Zack, daneben geschossen. Fuck, er pusht jetzt. Ja, Mann, jetzt haben wir ihn. Nice. Alter, das war knapp. Ich bin richtig low life. Erstmal schnell bandagieren, bevor ich drauf gehe. So, jetzt haben wir die MG-Stellung nämlich weggemacht und jetzt können wir viel weiter vorrücken. Da sind auch meine ganzen Teammates, die seht ihr gerade mit blauen und grünen Punkten, die im Grün sind in meinem Squad und die blauen Teammates sind halt mein allgemeines Team. So Leute, ihr seht mich, ihr könnt weiter vorrücken. Medic kommt, warte auf mich. So, erstmal Battlefield-Taktik, Smoke-Granate auf jeden Fall schon mal hingeschmissen, als Deckung nutzen die Granate und ihn wiederbeleben. Auch die Animation ist ziemlich nice. Zippig, du bist geimpft. Was? So, jetzt heilen wir ihn noch schnell, dass er gleich wieder einsatzbereit ist. Ich finde auch tatsächlich angenehm, wie die Maps gestaltet sind. Also es gibt echt so Maps, wo richtig dunkel ist. Dann gibt es Maps, wo so Morgengrauen oder Abendgrauen ist mit Nebel, was wir jetzt aktuell haben. Und ich finde gerade die Version viel angenehmer, weil man jetzt auch ein bisschen mehr sieht als in den komplett dunklen Karten, die wir jetzt gerade eben gehabt haben. Und ja, wie gesagt, folgen wir erstmal unserem Squad, weil die reden schon die ganze Zeit in-game, dass wir hier langlaufen sollen und wir dort hinten diesen Einsatzziel erobern sollen. Und schauen mal, wie sich die Lage entwickelt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, aktuelle Situation erklärt. Auf der rechten Seite sind viele Gegner, die haben uns umzingelt. Und ja, wir fallen hier gerade um wie Hühnchen. Jetzt habe ich hier unseren Teamkollegen wiederbelebt. Schmeißen wir mal eine Smoke Richtung dieses Gebäude. Wie ihr seht, sind da zwei von unseren Teammates tot. Und meine Aufgabe als Medic ist natürlich, die Leute dort zu retzen. Gut, der eine wurde schon geretzt, aber mein Squadmate liegt da noch tot. Aber den kriegen wir jetzt erstmal hier wieder flotte. Auf jeden Fall hinter mir jetzt genau sind mehrere Gegner im Schützengraben. Und die haben uns halt, wie gesagt, umzingelt. Es gab einen Hinterhalt. Ziemlich viele sind gestorben. Und jetzt versuchen wir, die da hinten wieder zu vertreiben. Und hier geht es halt richtig ab, wie ihr seht. Gerade eben wollte hier irgendjemand noch eine Bandage, aber ich glaube, das hat sich erledigt. So, und genau, jetzt schießen schon alle. Dort ist auch das eine Einsatzziel. Oh, da unten sind schon wieder sehr viele Kameraden gestorben. Mann, jetzt lass mich doch... Oh, what the fuck, ich habe ihn getötet. Ups, ich wollte ihn eigentlich nur zur Seite schieben. Ich bin gar nicht gewohnt, dass es Teambeschuss gibt. Oh nein, Alter, ich habe ihn einfach... Really, nigga? Wie der Kollege uns anschaut. What the fuck, was hast du getan? Oh mein Gott, ich habe einfach einen Kollegen einfach weggemessert. Scheiße, es tut mir jetzt richtig leid. Dafür kriege ich bestimmt eine Strafe noch. So, jetzt tun wir den Typen erstmal wiederbeleben. Scheiße, ich tue ihn einfach mit dem Kopf ins Messer rammen. Fuck, das wollte ich nicht. So, den haben wir jetzt erstmal gerettet. Wieder eine Bandage. Sehr wichtig als Medic, immer aktiv sein und die Leute wiederbeleben, um damit halt die Angriffswelle am Laufen zu halten. So, hier ist unser letzter Kamerad. Die warten auch fleißig, so wie es sein muss in dem Spiel und nicht einfach wegdrücken wie in 2042 die Leute. Und der kriegt auch direkt mal eine Bandage. Und what the fuck? Ich wurde irgendwie beschossen. Trotzdem, ich will ihn noch schnell hier die Bandage anlegen. So, jetzt muss ich auch mich selbst verarzten. What the fuck? Da wurden wir einfach erschossen. Oh, hier ist sogar die Strafe. Du wurdest einmal bestraft. 10 Sekunden zur Versetzungszeit hinzugefügt. Okay, das habe ich auch verdient. Der hier zum Beispiel spielt... Alter, warum erschießt du mich, Mann? Ich wollte nur erklären, welche Klasse du spielst. Was für ein Assi, ey. Hey, solche Leute sind echt scheiße in diesen Games, auch vor allem allgemein in Hardcore, wenn die einfach absichtlich Teamkollegen abschießen. Geil, wir werden gerätzt. Ehrenmann. Dankeschön, Mann. Sau geil von dir, danke. Okay, schön. Ja, reicht dann jetzt auch mal, ne?